freue mich sehr, insgesamt 20 neue Produkte aus unserem Bereich der HMIs präsentieren zu können. Und zwar haben wir diese Produkte in drei unterschiedliche Familien unterteilt. Einmal die Advanced Line für Multi-Touch-Geräte, das heißt mit PCAP-Technologie. Dann die Standard Line mit resistiven Touch und die Marine Line speziell für Marine and Offshore Applications. Das Besondere an unseren Vago Touch Paneln ist, dass wir hier die ersten Multicore-Geräte von Vago präsentieren. Das heißt, wir haben die ersten Steuerungen mit noch mehr Leistung im Vergleich zum PFC. Zum anderen ist eine weitere Besonderheit, dass wir hier die gleiche Firmware in allen Geräten haben. Das heißt, wir wollen es dem Kunden möglichst einfach gestalten, ein Update für das Gerät zu finden. Das heißt, wir unterscheiden hier nicht zwischen den verschiedenen Technologien wie Web, Visu oder Control oder zwischen den verschiedenen Familien, sondern wir haben wirklich eine Firmware für alle Geräte. Zusätzlich ist es so, dass die Firmware auch noch als Basis die Firmware des PFCs beinhaltet. Das heißt, auch hier ist es für den Kunden möglichst einfach, das Projekt auf das Gerät zu spielen, da es dasselbe Look and Feel bietet wie im PFC. Das heißt, der Kunde muss nichts Neues lernen, sondern kann mit eCockpit ein Projekt auf das Gerät spielen, wie er es schon bereits gewohnt ist.